Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Tiny House Sim. Passend zu meinem Geburtstag. Sehr, sehr cool fand ich, dass ich es gerade entdeckt habe. Denn ich spiele ja auch mit dem Gedanken, beziehungsweise ja, ganz abwegig. Würde mir ein kleines Haus ja auch reichen. Und von daher, lasst uns das mal angucken. Ist zurzeit als Demo auf Steam unterwegs. Es kommt schon mal vor, dass die Demo wieder verschwindet, auch wenn das Originalspiel oder die Vollversion noch nicht raus ist. Also seid mir nicht böse. Ansonsten, heute müsste es noch da sein, heute 20. Oktober. Und ja, heute Abend gibt es übrigens einen Geburtstagsstream hier auf dem Kanal. Wir fahren ein bisschen ETS ab 20:10 Uhr, denn 20.10., ne? Von daher, aber lass uns jetzt mal hier ins Tiny House Sim reinschauen. So, eingestellt habe ich alles soweit. Ich habe die Musik angelassen, auch wenn ich dann hin und wieder mal einen Schlag ins Gesicht bekomme von YouTube und hier geht es um Monetarisierung. Aber ich lebe noch nicht davon. Oder ich lebe davon nicht so. Das ist es richtig. Also es gefällt mir auf jeden Fall der Grundgedanke, ne? Dass man ein Haus hat. Also ich brauche es gar nicht auf Rädern. Transportabel, ja. Das wäre schon fast zu klein. Aber wir gucken mal. Neues Spiel, was wir hier bauen können. In die Berge, ne? Also wir stehen noch unten. Der Onkel wieder. Ja, Entschuldigung. Onkel, hi Kleiner, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Warte mal, ich habe dir mein Auto überlassen. Ja, es gehört ganz dir. Fahr damit ein bisschen herum. Das ist also Y hier. Jetzt hör gut zu. Ich schicke dir eine Adresse meines Ladens. Geh dorthin, wir reden mehr. Müssen bestimmt wieder irgendwas aufräumen. So gefällt mir irgendwie erstmal die Grafik. Ist natürlich jetzt kein High-End-Grafik hier und aber wir können fahren. So. Hier rein müssen wir. Okay. Ne. Oh, da war aber Glück, dass wir die Dame im Bikini nicht überfahren haben. Im Gefängnis? Ne, eine Uhr. Ganz schönes Zickzack hier. Gut, die Musik dürfte frei sein, wenn sie es so anhört, ne? So, was haben wir denn hier? Tiny Bar? Ich gehe in die Bar. Hier ist das, glaube ich. Polizei, fahr mal schneller. Oh, was war das? Ich bin ausgestiegen, ne? Der Klickdrücke beim Rückwärtsfahren, okay. Nee. Achso, hier daneben ist das. Ah. Wollen wir rein? Oder ist da der Parkplatz? Ich weiß es nicht. Es leuchtet hier irgendwas. Ah, da. Gar kein Kaffee hier. Mal gucken, wie lange wir spielen. Also ich spiele jetzt heute mal eine Folge an. Das ist erst der Anfang. Willkommen bei Tiny House Simulator. Diese Demo gibt Ihnen einen Einblick in einen kleinen Teil unseres Spiels. Es gibt so viele weitere Abenteuer, Funktionen und Inhalte in Entwicklung, die Sie erkunden können. Während des Stream Next Teste haben Sie die Möglichkeit, eine offene Welt, neue Orte, Quests und vieles mehr zu erleben, während sich das Spiel weiterentwickelt. Ist Ihr Feedback für uns von unschätzbarem Wert. Treten Sie in unserem Discount-Community bei, um Ihre Erfahrung zu teilen. Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Reise sind. Nette Worte. Und jetzt geht's los. Habt eure Aufgaben zu sagen, wenn mehr oder weniger versteckt. Okay. Eine E-Mail. Do-it-yourself-Disaster. Hilft dringend benötigt. Hi, eine lustige Geschichte. Ich dachte, ich könnte ein paar kleine Upgrades in meinem Tiny House machen, dass du schon das Badezimmer erweitern und meinen Jugendgesellen. Eine lustige Geschichte. Ich dachte, ich könnte ein paar kleine Upgrades in meinem Tiny House machen. Punkt. Du weißt schon,
das Badezimmer erweitern und mein Junggesellenzimmer in etwas umwandeln, das ein bisschen mehr haartauglich ist. Meine Freundin zieht bald ein und sagen wir einfach, die Dinge liefen nicht genau nach Plan. Es stellt sich heraus, dass ich viel besser darin bin, Dinge zu zerbrechen, als sie zu reparieren. Das Badezimmer, eine komplette Katastrophe, und der Bettrahmen, den ich anpassen wollte, ist jetzt ein seltsames modernes Kunstwerk. Ich brauche Hilfe, dringend, bevor sie einzieht und unsere Chaos sieht. Kannst du mich auf diesen DIY-Albtraum retten? Vielen Dank, Chris. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den Chris retten können. Das sind ja erst neu in der Firma, ne? Oh, geht los schon. So, dann lassen wir hier gucken, was der hier hat. Also das ist hier das... Ja, okay, das hat er... Was hat er da gemacht? Budget haben wir 1 Million, okay. So, was sollen wir machen? Hier haben wir jetzt so ein bisschen was. Gebäude, Dings, okay. Aber... Heben. Was sollen wir denn heben? Mal wieder weg. Abbrechen, so. Sollten wir jetzt aufheben? Die Zeitung. So, was haben wir jetzt? Wir machen eigentlich Quests. So, kaufen. Ich weiß gerade noch nicht. Hier steht nicht, was sind Vorteile. So, er will doch eigentlich nur bauen. So. Zerstören. Aber was will er denn zerstören? Das Bett vielleicht. Rotieren, halten, legen, Hand. Mal abbrechen, so. Was haben wir hier? Das ist ein größeres Bett, oder? Wo kommen wir denn da drüben hin? Soll hier das Bett vielleicht hin? Ja, was Helles reinmachen, das ist ja sowieso schon so. Welche Farbe anpassen? Fällt mir auf jeden Fall schon mal, weil... Ich habe jetzt auch eine Farbpistole gekauft. Und das ist halt das Modernere, ne? Das heißt Airless, heißt es da. Und da sprüht man auch durch. Da steht man 25 cm, sagen wir mal, vom Rand weg. Von daher ist Rolle schon nicht mehr up to date, genau. Jetzt die ganze Decke weiß man? Nein, nur. Nachteil ist natürlich bei so einem Airless-System, dass man da auch viel mehr abkleben muss vorher, ne? Zumindest den ganzen Rand. Bei der Rolle wäre es natürlich auch vom Vorteil. Also Farbe will er gar nicht mehr, oder? Mal hier gucken, kriegen wir das hier irgendwie lackiert, gestrichen.
sogar um mich an die Wand gekommen. Kann man die Größe ändern? Das war schon erst lernen, ne? In einem Tiny House werden wir wahrscheinlich nie von Größe reden. Bei Türen, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Türen einbauen würde. Ich hab das richtig viel versaut jetzt durch, ne? So. Das würde ich da auch gerne weiß machen. Sehe ich auch nicht hin, ne? Das Ding jetzt so, als würde ich da einziehen wollen, so. Weil es wäre mir einfach zu klein, aber es ist ja schon cool. Da wird der Schmutz. Mein Tier haben sie ja auch. Was steht denn hier? Quest Tab. Farbe 9%, okay. Bauen? Wir sollen was bauen. Was sollen wir denn bauen? Und wie packe ich das jetzt wieder weg? Den Menü. F1. Lassen wir erstmal an. So, hier auch. Das ist cool. Hier, was haben wir hier? Ach, hier mit der Taste. Ah, okay. Also mit der Maustaste ist es so. Hier ist ein schöner Teppich oder so. Geht Farbe, aber oh, das ist glaube ich zerstören. Das will, ah, guck mal, das will er weg haben. Und ich habe schön weiß gestrichen. Das ist ja wichtig. Zerstören sollen wir. Das ist eine Demo, ne? Also alle, die schon am Haten sind, bitte, bitte nicht, seid lieb. Ich habe heute Geburtstag. So. Dass wir das hier wegkriegen. So. Wo ist eigentlich das Bad? Das Bad sollte wahrscheinlich hier oben hin. Ah, aber oben im Bad ist immer schwierig, oder? Ich hab's alles gestrichen hier. So wichtig. Wir haben hier das Schlafzimmer. Er ist auch schon öffner. Für das, was ich meine. Ne? Also so viele Fenster und Wände in so einem kleinen Ding wäre jetzt, macht jetzt nichts. Lass mal eben gucken, wir sollen hier Building. So, was sollen wir jetzt hier Building? Hier ist das Bad. Okay, das macht Sinn. So, was machen wir jetzt hier hin? Okay, das haben wir auch. Sollen wir noch entfernen? Das ist das Verkaufen. So, guck mal, es hilft doch schon ein bisschen. Sollen wir denn verkaufen?
soll noch, also den Stuhl auch. Hier soll nichts verkauft werden. Sollen aber noch, ah, da oben ist noch was. Hier auch noch zwei Sachen. Hier oben ist ja nichts mehr, ne? Ich mach das Tiny House auf jeden Fall fertig. Aber ich weiß auch nicht, wo jetzt noch die zwei Sachen sind, die weg sollen. Lampe vielleicht? Ja. Und? Lampe leuchtet nicht. Hat doch da. Jetzt Farbe. Ich glaube, es ist immer noch nicht das, was wir sollen. Wir müssen erstmal hinten wieder eins reinsetzen. Okay. So, Farbe. Oh, ich kann drüber hin. Geht aber nicht weg, die Prozent. Immer noch 7. 8. Dann soll ich 85 Sachen kaufen. Okay, habe ich mal gespannt. Was ich da kaufen muss. Das ist aber nicht. Quest, wo haben wir die Quest da? Ja, das sind die Sachen, die wir kaufen sollen. So, und hier Farben. Ach, das sollte, okay, da dran. Thank you.
Dann muss bestimmt auch noch was gemacht werden, aber. Hier müssen wir Marmor, okay. Hoffentlich die Dusche da hinten. So, haben wir noch irgendwas? Nein. Ach, jetzt sagt er sogar was hier. Cool. Nein. Okay. Wo ist das hier angebracht? Hier ist nirgends sowas, ne? Das ist abgehakt, okay. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Also das hätte ich schon gemacht. Das ist dann getrennt, die Dusche. Noch nicht mit diesen Fliesen, aber... Über Geschmack lässt ja zum Glück nicht streiten. Sehr schön, haben wir das auch. Jetzt mal gucken, jetzt müssen wir noch hier das Holz irgendwie haben. Okay, so, mal gucken. Auch noch hier. Dass wir das hier unten haben. Da nicht.
auch durch, okay. Weiß noch gar nicht, wie die Wand hier so werden soll. Okay. Ich glaube, das ist dann die. Da ist natürlich das Holz arbeitet, ne? Atmet. Arbeitet auch, aber wäre halt schlecht für mich, wenn Holz mehr tut wie ich. Spaß. Sieht aus wie so ein Garagentor, ich weiß es nicht. Das muss ja auch nicht mir gefallen. Haben wir jetzt schon fertig das Bad, okay. Man kriegt hier eigentlich alles mit hier, okay. So, mal gucken, brauchen wir noch das. Aber wo? Hm.
Weiß es nicht. Hier oben drauf nicht, ne? Ah doch, jetzt hat er es ja. Okay. Ich glaube schon 15 mal den Boden gefühlt neu gemacht. Aber man muss ja erstmal wissen, dass es eine Markierung gibt. Okay, ist auch ready. Ach, Farbe ist durch. Das heißt, wir können jetzt erstmal. Das wieder verkaufen, was an Farbe hier rumsteht, damit wir den Platz haben. Also richtig passt die Küche aber auch nicht rein, ne? Okay. Jetzt sollen wir kaufen. So, hier oben sollen wir jetzt ein Bett kaufen erstmal. Nachtschränkchen. Reicht eins, okay, hat er gesagt. Und dann würde ich eher sagen, wir nehmen hier den Schreibtisch. Ist halt nicht schön, ne? Also. Was spielen wir nachts, ne? Ein Radio. Zwei Kleiderschränke, okay. Ist das die Schalter? Steckdosen. Einfach da eine hin. Da wird ja nur ein Schalter. Okay. Beamer ist das. Was ist das? Was das ist?
Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ansonsten kriegen wir hin, das ist schön. Da ist natürlich unten auch keiner stehen. Aber die sind extra noch festgeklebt. Boah, so ein Tic-Tac würde ich mir aber nicht ins Schlafzimmer hängen. Oh, das kaufen. Ach, das ist ein Fenster, okay. Ich weiß nicht, ob das hier zu zählt. Ich denke nicht. Ja, das könnte das Problem sein, okay. Ich weiß noch nicht, was das hier ist. Projektor. Ah. Das ist natürlich schwierig jetzt, ne? Kauf dir jetzt nur, ich hab dafür keine freie Wand. Ich hab noch so viel Produkte zu kaufen. So, der hängt draußen, ne, deswegen. Ah, jetzt ist er drin. Hier haben wir, glaube ich, jetzt alles, ne? Jetzt müssen wir hier unten gucken. Ja, mehr Pflanzen, okay. Aber wohin? Kaufen können wir hier noch dazu stellen. Ne, da kommen wir die Treppe runter, ne? Da stehen Frauen richtig drauf, auf so Geweihe, genau. Das ist es einfach nur riesig, ne? So muss hier. Wird das da oben drauf gestellt? Weiß es nicht.
Oh, hier können wir das 8 an die Wand hängen. Machen wir das so. Machen wir das so. Ah, haben wir hier schön grün, ne? So, das haben wir auch entfernen. Können wir entfernen, ne? Wo denn hier hin? Okay, so eine Art. Wo sitzen haben wir nichts, ne? Reicht dafür? Weiß ich nicht. Hier die Pfeile und so rein. Ich glaube, das wird so eine Art Bibliothek hier. Fünf von denen auch noch kaufen. Ventilator hier, ne? Wir haben steckt ja nach oben, dass hier oben so ein bisschen sich verteilt. Das haben wir auch. Lichtschalter macht Sinn. So ein großer Sessel. Hier so eine Art Schreibtisch. Ja, aber auch cool hier so untermäßig, ne? Machen wir die Kerze wieder weg. Die Kerze kann ja hier oben drauf. Dann hier noch ein Computer, okay. Okay. Einmal kurz hier vor. Mal kurz hier in die Ecke so rein.
Haben wir noch ein Keyboard? Dann ist das, glaube ich, auch durch hier, ne? Muss auch noch unten den. Das ist ein langes angezockt, tut mir leid. Was habe ich jetzt raus? Oh, guck um die Tür. Ah. Nein. So, jetzt mal gucken, was wir hier alles brauchen. Eine Waschmaschine sogar, okay. Sieht schön aus hier. Das ist nochmal auf die Höhe, ne? Aber hier ist noch was aus. Drei Waschmaschinen. Na, scheinbar. Oh, der ist aber groß. Machen wir hier hinten hin. Ich bin jetzt schon seit einer Stunde an diesem einen Bad. Okay. Überall Ventilatoren. Ah, eine Toilette wäre auch gut, ja. Habt ihr recht. Machen wir hier hin. Mülleimer, nee, ist Wäsche, ne? Das, doch, es könnte Wäsche kurz sein. Hand, Bilder, drei Stück. Viel Kunst hier, ne? Hm. Hier gibt es keine Steckdose, okay. Nochmal, was haben wir hier? Wall-Lampe, okay. Deckenlampe. Das hier? Noch ein Window. Da stehen mit hier fünf Windows drin. Das hier hin. Dann machen wir das andere hier hin. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, oder? Ja, wir haben 85 Teile gekauft. Mit Shift-Enter beenden wir den Job. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir gucken noch mal, ob es hier so eine Art Abschluss gibt. Und danach sehen wir uns heute Abend vielleicht zum Livestream.
Ansonsten einfach die Tage, ne? Würde mich freuen. Oh, das war schon. Ah, jetzt müssen wir wegfahren. Na ja, cool. Das machen wir noch, oder? Jetzt sind hier außen auch die Fenster. Echt mit diesem Anhänger, mit diesem Auto fahren wir die Anhänger weg. Das Tiny House. Gibt ja gerade mein Tiny House weg. Ich kann kein Gas geben. Für der nächste. Oh, ich hoffe, das Auto. Okay, Autofahren ist hier nicht das, was es soll. Ist durch meinen Anhänger gefahren, Anhängerkupplung. Der nächste. Okay. Eingeparkt. Wir beenden es. Ich hoffe, wir kriegen es beim nächsten. Ah, es geht ja, komm. Ich will noch wissen, ob da Geld kriegen. Ja, Geld werden wir kriegen, ne? So ein Tiny House, aber. Oh, das soll ich jetzt auch hier hinten lang fahren können. Und dann schönen Seeblick. Dann wäre ich aber neidisch, wenn der hier so mehr Blick hat jetzt. Aktionshaus, okay. Oder ein Riesenrad. Oder ist das aufgetaucht, aufgeploppt? Sehr schön. Ja, wie gesagt, heute Abend 20:10 Uhr geht's los. Alle, die Lust haben auf ETS ein bisschen. Geburtstagsstream würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach zum nächsten angezockt oder Let's Play. Und ja, der hat einen Seeblick, kein Meerblick, aber sehr schön, das war's auch. Danke, dass du die Demo gespielt hast. Wir hoffen, dass dir die Demo von Tiny House Simulator gefallen hat. Deine Unterstützung bedeutet uns viel. Von daher, schaut selber rein. Ein bisschen habt ihr bei mir gesehen, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, warum das jetzt da steht, aber so ist es, ne? Bis dahin. Tschüss.